So, geht natürlich gleich weiter. Super. Okay, hier gibt es auch eine rote Truhe. Ich habe keine Ahnung, was da drin jetzt noch sein kann. Ich habe eigentlich alles. Nett wäre ein Vampirhelm. Dass man die Dinger nicht nur findet, um nicht nur beim Schicksalsspiel findet, aber ich glaube nicht. Antiker Vampirstein oder was weiß ich, irgend sowas wird da drin sein. Aber ich glaube nichts Besonderes. Vampirsäbel. Keine Ahnung, warum es zwei davon gibt, aber habe ich schon. Ja. Fertigkeit, Vampirheilung, das ist okay. Gegenstand, Blutflasche. Kann man mal machen. Und hier geht's weiter. Wir müssen ja jetzt nicht nach oben ins Grab, sondern nach unten, um weiterzukommen. Oben sind meine Hausschuhe verdreht. So, wie viel? Ja, minus. Ja, komm, das sind die letzten XP. Da sehe ich doch schon wieder einen Teleporter. Was gibt denn hier? Gibt es hier als Teleporter? Jetzt wird es wirklich schwer. Ich habe es so auch ohne Wolf und mit schnell Laufen geschafft. Was wirklich eine Herausforderung ist, wenn die Dinge ein Stück schneller sind als man selbst. Aber nimmt ruhig die leichte Variante und stellt unter Menü die Laufgeschwindigkeit auf normal, damit die falschen Blinker auch gedrosselt werden. Ihr euch aber im Wolf so schnell bewegen könnt wie mit der Einstellung schnell laufen. Okay. Die jagen uns. Ich verstehe, das ist mies. Das ist wirklich mies. Da nehme ich wirklich den Trick. Optionen. Geschwindigkeit. Normal. Die bringen uns nämlich zu irgendeinem Dingsbums mit. Weg. Die Dinger sind ein bisschen schneller als wir. Schatten des Wolfs. Ja, die folgen uns nämlich nach einer Weile. Und machen Jagd auf uns. Und deswegen als Wolf bist du ein bisschen schneller und da schnell laufen bist du aber zu schnell. Das sieht gut aus. Ich will hier nochmal speichern und so nah ran wie möglich. Es steht dir frei zu gehen, doch wenn du gehst, wird deine Seele mir gehören. Oh. Ich habe irgendwie Erinnerungen an diesen Ort. Wie meinst du das? Elaine? Wir wissen ja selbst nicht, wirkt merkwürdig. Jetzt soll ich ihm auch noch Fledermausflügel bringen. Dazu muss ich zum Alchemisten. Ganz schön unheimlich das alles. An was kannst du dich denn erinnern? Ich habe noch stärker das Gefühl, schon einmal hier gewesen zu sein. Ich erinnere mich, jemand etwas geholt zu haben. Wem hast du was geholt? Ich weiß es nicht. Schön, lass uns weitergehen. Das ist alles sehr mysteriös. Jetzt stelle ich die Geschwindigkeit wieder auf schnell. Oh, muss ich diese Lümmel da nochmal sehen? Lichtexplosion, das da und das da.
Dann sollte der Käse gegessen sein. Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Und boom, boom. Wunderbar. Super. Warte mal, wie viel braucht denn der Walner noch? Werde ich jetzt noch ein paar Mal nachgucken, aber 6, 5, 7. Das kann jetzt sein. 7, 1, 7 minus 6, 5, 7 gleich, ja, 60.000. Ich weiß nicht genau, wo es lang geht. Ich könnte es natürlich nachgucken, aber ich glaube, mittlerweile bin ich eigentlich weit genug, dass ich sagen kann, passt schon. Ja, ich muss einfach nur noch die Treppe hoch. Wunderbar. Ich will aber mir noch diese Dinge angucken. Diese Räume. Vielleicht gibt es ja noch was Interessantes. Walner greift den Gegner an. Alles klar. Kritischer Treffer. Wunderbar. 50 Damage. Macht kein Problem. Feuer frei. Weg mit der Sau. Gnadenstoß reicht aus. Doch kein Gnadenstoß. Elaine greift an. Zerkratzt ihm die Augen. Das Vieh stirbt und ist ruhig. Wunderbar. Es wäre schön, wenn ich mal 3 Meter gehen könnte ohne, aber nein. Warum denn auch? Es wäre zu schön. Gibt's nix, hier gibt's was. Na gut, komm, mach hin. Der Ewigkeit. Ich werde jetzt hier noch ein paar Mal speichern. Ihr kennt's ja. Naja, jetzt habe ich schon einen Speicherstein genommen. Ist auch egal. Welch Irrsinn der Menschheit. Pipapo. Okay. Ja, der hätte auch einen Vampirstein nehmen können, die Sieger. Nun ist es also soweit. Ihr habt mich hierher gefunden. Was soll denn das? Vincent, das ist doch nicht der Vincent. Oh doch, junge Dame, genau der. Aber wie kann das sein? Bist du nicht vor langer Zeit gestorben? Ich glaube, es ist keine Zeit, Schmerzen zu machen. Es ist kein Scherz. Elaine, wir hätten gedacht, dass wir uns nochmal begegnen. Wir kennen uns unglaublich. Er lebt und ihr kennt euch, das ist zu viel. Verdammt viele Jahre. Erinnere dich, Elaine, erinnere dich an damals. Mein Zauber war also stark genug, um deine Gedanken sogar für mehrere hundert Jahre zu blocken. Dein Zauber hat sie zu dem gemacht, was ich vor 5 Jahren im Irrenhaus getroffen habe. Ja, ich weiß. Wenn sie nicht klar denken konnte und stumm war, dann ja. Du hast meine geliebte Elaine dazu. Zauber? Also wieso? Nun, ich helfe dir ein wenig auf die Sprünge. Und nicht einmal als Vampir, kannst du dich daran erinnern? Nein, woher weißt du, dass sie ein Vampir ist? Ich habe genug Vampire getötet, um zu wissen, dass ihr drei welche seid. Wer von euch beiden hat sie zu einem Vampir gemacht? Ich. Ich nehme an, du weißt, wer ich bin? Natürlich, das Gedächtnis eines Vampirs ist unübertroffen und meins erst recht. Du bist ein Vampir, ich kann es nicht riechen. Wie solltest du auch? Ich bin perfekt, der höchste aller Vampire. Ich bin der erste Vampir. Der erste Vampir, oh mein Gott, das erklärt, warum du noch lebst. Und warum
warum niemand jemals gemerkt hat, dass ich ein Vampir bin. Mein Plan war perfekt. Keiner dieser zweitklassigen Vampire kann mich riechen. Und ich werde für immer auf dieser Erde wandeln. Die mächtigsten Wesen aller Zeit. Das mächtigste Wesen. Sag mir, wieso hast du mich verzaubert? Erinnere dich. Du hast mir damals die Fledermausflügel geholt. Herr, das sind die Fledermausflügel. Danke, Elaine. Ich verrate dir jetzt ein Geheimnis, Herr. Ich werde die Herrschaft über die Erde an mich reißen. Ich werde alles beherrschen. Wovon sprecht ihr? Ich werde ein neues Zeitalter beginnen. Mein Zeitalter. Die Fledermausflügel sind die letzte Zutat für meinen Zauber. Euren Zauber? Die Erde wird schon bald erzittern unter meiner Macht. Und ich werde die Kirche beherrschen und mit ihr all diese dummgläubigen Menschen. Herr, ihr macht mir Angst und ich werde nicht nur eine Generation lang herrschen. Nein, ich werde 1000 Generationen herrschen. Herr, hört auf. Oh, du wunderschöne Elaine, du bist als meine langjährige Assistentin. Du als meine langjährige Assistentin bekommst die Ehre, auf ewig mit mir gemeinsam zu herrschen, als meine Braut. Aber Herr, ihr wollt mich zur Braut machen? Auf ewig? Ich verstehe nicht. Als oberster Herrscher über die Kirche werde ich die Heirat innerhalb Angehörige der Kirche erlauben. Du wirst meine Braut sein. Wie wollt ihr auf ewig herrschen? Das, meine hübsche Elaine, ist das Ergebnis eines mächtigen Zaubers. Ich werde mich verwandeln und euch auch. Wir werden unsterblich. Ihr macht mir wirklich Angst. Ich werde eine neue Art von Feind schaffen. Die Vampire. Vampire? Ja, Vampire. Unsterbliche, mächtige, blutsaugende Kreaturen der Nacht. Und wir werden die ersten und damit mächtigsten aller Vampire sein. Dadurch werden wir ewig ein Paar bleiben und können für alle Generationen herrschen. Die Menschen werden sich fürchten und diese Angst werde ich mir zunutze machen, um zum höchsten Priester der Kirche zu werden. Ich werde alle Vampire jagen und vernichten. Mir wird der Rang eines hohen Priesters mit Freuden gegeben. Und wenn alle Vampire vernichtet sind, wird erst recht kein Wesen der Welt in der Lage mehr sein, mir gefährlich zu werden. Wir werden auf ewig herrschen. Ihr wollt diese Vampire erschaffen und uns in welche verwandeln? Oh ja, dieser Plan ist perfekt. Ihr seid wirklich nur noch abartig. Wie bitte? Was hast du gerade gesagt? Ich bin abartig? Ja, ihr seid auch verrückt, wahnsinnig, abstoßend. Du wagst es, meinen genialen Plan zu kritisieren und mich wahnsinnig zu schimpfen? Oh, du hübsche Elaine, wie konnte ich mich nur so in dir täuschen? Du bist auch nur eine kleine Schlampe. Ich werde dir zeigen, wer von uns beiden wirklich wahnsinnig und abstoßend ist. Herr, du wirst niemals mehr glücklich werden. Unsterblich. Unsterblich wirst du sein. Damit du für immer deinen Fehler büßen musst. In Arthos Ujartos. Herr, bitte, hört auf. Hef. Rak. Indoria. What? Alles klar, irgendeine Formel. Und damit hat er Elaine verhext. Und dann habe ich nur noch geschrien, das ist das Letzte, woran ich mich erinnern kann. Siehst du, meine Anwesenheit scheint dir wirklich zu helfen. Aber seit wann war Elaine... Und seitdem war Elaine also stumm und unfähig, klar zu denken. Glücklicherweise hat die Vampirverwandlung nicht ihr Erinnerungsvermögen wiedergeholt. Das war also dein Plan. Erst Vampire erschaffen und sie dann vernichten. Ja, zuerst habe ich mich mit dem mächtigsten mir bekannten Zauber in einen Vampir verwandelt. Nachdem ich dann Elaine heimlich an der Stadtgrenze von Lim abgesetzt habe, erschuf ich Dutzend anderer Vampire und ließ ihrem Blut dort nachgehen. Sie erledigten ihre Aufgabe vorzüglich. Und dass ich mich schon kurze Zeit später als ihr Retter darstellen konnte und einem Vampir nach dem anderen gejagt und vernichtet habe. Und dann doch anscheinend nicht alle. Nun, die Vampire waren leider zu zahlreich geworden, sodass ich wirklich nicht mehr alle erwischt habe. Doch die Vampire hatten Angst vor einem Kreuzzug, sodass ich mir sicher war, für die nächsten paar hundert Jahre meinen Rang als Hohepriester ungestört genießen zu können. Und du bist mir anscheinend auch entkommen, hätte ich bloß gewusst, dass Apraxas dich damals noch gebissen hatte. Tja, das ist Pech für dich. Nun, jedenfalls beherrschte ich wahrlich für die nächsten Jahrhunderte die Kirche und die Menschen. Doch langsam kamen mir Zweifel an der wirklichen Zahl noch existierender Vampire. Ich bekam Angst, sie könnten sich aus Wut auf mich zusammenschließen und mich dann vernichten. So kam es, dass ich mir einen Vampir suchte. Ich fand Abraxas, er war ein Schwächling, schwach vom tödlichen Blutmangel. Er hatte einige Wunden, die sich nicht schlossen, da er kaum noch Blut hatte. Als er mich sah, erstarrte er vor Angst vor seinem endgültigen Tod. Oder besser gesagt, er hatte Angst vor seiner Existenz als Blutgeist.
Doch ich tötete ihn nicht, nein, ich gab ihm etwas meines Blutes. Überrascht, aber gestärkt erzählte er mir, dass er von einem Rittertrupp überraschend angegriffen worden war. Er floh verletzt und war allerdings so geschwächt, dass er nicht mehr in der Lage war, sich Blut zu besorgen. Ohne mich wäre er sicher damals ein Blutgeist geworden. Ich versprach ihm, wenn er auf Vampirjagd geht, bekomme er viel Blut und Geld und Macht. Und mit der Zeit wurde er zu meiner rechten Hand. Ich lehrte ihm neue Zauber und er tötete alle Vampire, die er finden konnte. Aber wieso brauchtest du ihn zur Vampirjagd? Es durfte niemals herauskommen, dass ich auch ein Vampir war. Und wer weiß, vielleicht hätte ja einer dieser Vampire geplaudert. Wahrscheinlich hätte sowieso kein Mensch einem Vampir geglaubt, aber ich wollte einfach hundertprozentig sicher sein. Außerdem wollte ich mich auch weiterhin mit meinen Aufgaben als Hohepriester beschäftigen. Ich wollte mich nicht schon wieder mit einer langen Vampirjagd beschäftigen. Außerdem wären die Menschen vielleicht plötzlich skeptisch und würden mich meines Amtes entheben, wenn rauskäme, dass ich damals nicht alle Vampire getötet habe. Was wäre meine Macht, wenn ich alle Menschen getötet hätte? Dumme Skelette sind nicht gerade eine bevorzugte Art der Gesellschaft. Außerdem ist eine Frau auch für die Gelüste des Fleisches unverzichtbar. Schade, dass du damals so über meinen Plan gedacht hast, Elaine. Du widerlicher Bastard. Du bist also immer noch so starkköpfig wie zu deiner Zeit als Mensch. Auf jeden Fall wurde Abraxas unverzichtbar für mich. Er erledigte die Vampire schnell und ohne Aufsehen zu erregen. Ich wollte ihn am Ende noch selber umbringen, aber dass ihr hier seid, beweist, dass ihr ihn bereits getötet habt. Nur er hatte noch den Schlüssel für den Grabstein. Ja, wir haben ihn zerstückelt und mir scheint, dein Fehler war, deine Machtgier und deine Notwendigkeit, Menschen zu beherrschen. Dieser Fehler sind nun dein Untergang. Ich werde nun das erledigen, was ich schon vor langer Zeit hätte erledigen sollen. Ich bringe dich und Elaine um und euren kleinen Diener noch dazu. Ich bin kein Diener, ich werde dich umbringen. Du hast Abraxas erschaffen. Und du bist letztendlich schuld am Tod meiner Freundin. Ihr wisst ja gar nicht, wie einfach ihr es mir gemacht habt. Ich weiß, ihr seid die letzten Vampire auf dieser Welt seid. Außer mir natürlich. Wenn ich euch vernichte, ist mein Rang als Hohepriester für alle Zeiten gesichert. Würden die Menschen nicht misstrauisch, dass du so lange lebst? Misstrauisch? Ich habe diesen Narren erzählt, Gott persönlich mir ein langes und gesundes Leben beschert. Und was machst du überhaupt hier unten? Warum bist du nicht in irgendeiner Kirche? Na schön, du hast es also doch noch erfasst. Ich habe meinen Tod vorgetäuscht, da die Menschen nach 200 Jahren dann doch misstrauisch wurden. Aber meine letzte Prophezeiung war meine Reinkarnation, irgendwann. Ich sagte den Menschen, dass meine Zeit auf Erden gekommen sei, aber ich in einigen Jahren wiedergeboren werde. Den Menschen glaubten mir und ich täuschte meinen Tod vor und versteckte mich dann hier, in meinem geheimen Grabgemäuer, wo ich schon vor meiner Zeit als Hohepriester heimliche Zauberforschung betrieben habe. Und meine Wiedergeburt... Und meine Wiedergeburt werde ich dann vollziehen, wenn endlich alle Vampire restlos getötet wurden. Abraxas Jagd ging nun schon fast 200 Jahre, aber endlich findet sie ein Ende. Er ist tot und die letzten drei Vampire stehen vor mir. Morgen werde ich wiedergeboren, wie ich mich diesen Tag gesehen habe. Du hast recht, du wirst wiedergeboren als Blutgeist. Es wird mir eine Freude sein, eure Köpfe abzuschlagen. Jetzt wirst du dafür büßen für das, was du mir angetan hast. Dies wird euer letzter Kampf sein. Daher erweise ich euch die Ehre, euch noch zu stärken. Denn mein endgültiger Sieg sollte nicht zu leicht für mich sein, sonst wäre es ja nichts Besonderes. Bereite dich auf dein Ende vor. Boah, ich kann speichern. Alter, leck mir am Arsch. So, ich kann mich stärken. Was habe ich denn? Starke Seele. Normale Seele habe ich nicht so viel. Großer Seelenstein, das ist alles soweit okay. Ich werde nochmal einen Dämon beschwören. Dann werde ich hier nochmal im Menü rein. Starke Seele, nochmal Stärke. Ihr seid also bereit, jetzt werdet ihr sterben, das werden wir sehen. Jetzt geht's aber rund hier. Ich probier's mal mit Lichtexplosion, das da, warte mal, nein. Dann kann ich auch gleich Schockfrost nehmen. Und hier das da und der macht einmal eine Schattenherrschaft. Kein Schaden. Aber Eis macht dem Aua. Okay.
450 kritischer Treffer. Alter, nicht schlecht. Aska, du bleibst bei Schockfrosten. Du nimmst jetzt mal kein... Warte mal, nicht abwehren. Mach mal eine völlige Reinigung. Und du machst eine Schattenherrschaft. Mach das einfach mal so lange, bis ich halt irgendwie nichts mehr bekomme. Alter, Tausende als Crit Damage. Geil. Okay, Aska, Schockfrost. Elaine, du machst mal eine Vampirheilung. Ich glaube. Nicht betroffen. Okay. Das war dein Fehler, dass ich mich stärken durfte. Der kriegt langsam richtig Damage. Nicht betroffen. Abwehr, Angriff, Abwehr. Super. Ich glaube, so mittlerweile bin ich richtig OP. Ja, ich habe mich, glaube ich, ein bisschen zu gut vorbereitet. Wer hätte das gedacht? Es wird noch ein anspruchsvoller Kampf. Eure Kräfte sind erstaunlich. Meine Schöpfung ist also stärker, als hätte es träumen können. Aber ich bin auch überrascht. Ich hätte nie gedacht, dass der erste Vampir ein solcher Schwächling ist. Noch ist der Kampf nicht vorbei. Niemand ist stärker als ich. Dann bin ich niemand. Geil. Okay, ich bleib beim Schockfrosten. Der Aska kriegt aber mal ein Blutelixier. Und ich mache nochmal eine Schattenherrschaft. Wer weiß. Nicht betroffen. Okay, Blutelixier benutzt. Wunderbar. Kritischer Treffer. 650. 300. Ich will mal einen normalen Angriff probieren. Ja, mental und so ein Kram ist jetzt nicht mehr wirklich viel. Von daher ist es schwierig. Ja, komm, Angriff, drauf die Sau. Ja, viel ist es jetzt nicht. Na komm, bleibe ich beim Schockfrost. Ja, Geschick und so ein Kram, doch passt ganz gut. So, Lane macht mal eine Vampirheilung und du kannst doch mal kommen. Oh, ein bisschen Aua. Er leidet keinen Schaden, okay, das war klar. Gegenstand. Ich guck mal, ob ich dem dieses Mana aufladen kann, den Dämon. Er hat nichts gebracht, wetten. Das war klar, okay. Jetzt einfach nur noch angreifen erstmal. Frisst aber gut. Frisst gut, kann ich nicht mehr. Feuerentferner, okay. Macht nichts. Die Elaine kann ja die Vampirheilung. Das ist ganz cool. Du machst nochmal eine Vampirheilung und die Elaine kriegt ein Blutelixier. Das ist cool, wenn man komplett vorbereitet ist. So, wunderbar. Der muss nochmal langsam sterben. Kritischer Treffer, jawohl. Gerade nochmal. Durch. Haut raus, Leute. Greift dreimal an. Yes. Oh, 4000. Nein, das darf nicht sein. Erwarte keine Gnade, du Schwein. Wie sagt man so schön, der Tod ist das Ende, doch des Vampirs Tod ist erst der Anfang unendlicher Qualen. Ich bin der Schöpfer, euer Schöpfer. Trage ich nur, dass ein Vampir nur seinen direkten Schöpfer nicht vernichten kann. Und du bist leider nicht unser direkter Schöpfer, deswegen wirst du jetzt sterben.
Erwarte keine Gnade, du Schwein. Flupp. Du bist schuld an meinem Unglück. Und auch an meinem. Okay. Ist cool. War's das nun? Stärke aller... Okay, anscheinend noch nicht. Was ist das denn? Ich bin mir nicht sicher. Vielleicht Vinzenz Blutgeist, die Energie des ersten Vampirs. Ich weiß nicht genau. Vielleicht finden wir hier noch einen Aufenthaltsort. Ja. Was ist das? Was ist das für ein... Gargoyles. Ach, komm schon. Normaler Angriff, Fertigkeit. Völlige Reinigung. Mist. Super, dass die Alien super so schnell ist. Die Gargoyles sind ganz goldig, aber jetzt mal im Ernst im Vergleich zu dem, was ich gerade eben gemacht habe, sind die ein feuchter Furz. Aber die halten auch gut aus, das muss man sagen. Das sind keine 0815 Gegner. Aber gut, ich habe natürlich auch keine Schattenherrschaft in meinem Kram. Also mir fehlt der Dämon. So, Blutelixier kriegt der Wallner, dass der nicht rasend wird und verrückt wird, der Kerl. Das hält nämlich auf, wenn er Blutmangel hat, dann ist er aber vorbei mit Spaß. So, 2. Oh, gab nochmal ordentlich XP. Dumme Viecher. Was ist das für ein Buch? Sieht nach einem Zauberbuch aus. Oh ja, es ist ein Zauberbuch. Und was für eins? Was für Zauber stehen denn drin? Glaube jetzt, Aska. Was lachst du denn so, Aska? Endlich ist es soweit. Dies ist das mächtigste Zauberbuch, das ich je gesehen habe. Was steht denn nun drin? Ich werde herrschen über die ganze Welt. Die Menschen werde ich versklaven. Ihr einziger Nutzen soll die Nahrung für mich sein. Alter Aska, komm herunter. Bist du jetzt größenwahnsinnig? Dieser rote Geist ist pure Energie, Energie des Todes. Und in diesem Buch steht, wenn ich sie zu Nutzen mache, wie ich sie zu Nutzen machen kann. Es ist die mächtigste Seele dieser Erde. Und dieses Buch gibt mir die Macht, der einzig wahre Herrscher der Welt zu werden. Ich werde die Welt verändern nach meinem Geschmack, Menschen in Kerkern. Ein gigantisches Heer von Untoten. Ja, die Welt ist reif für eine grundlegende Veränderung. Durch mich. Alter Aska, komm mal runter, Bro. Überleg doch mal. Wieso hat Vincent das angeblich so mächtigen Sprüche nie gezaubert? Oh, Walner, Das könnte es sogar gleich 3 gute Gründe geben. Erstens, er hatte nie den Mut dazu, einen derartig mächtigen Zauber zu sprechen. Zweitens, er wollte keine Armee von Untoten, er wollte Menschen um sich haben. Aber der wahrscheinlichste Grund ist wohl drittens, er konnte nicht. Er hatte sich mit einem mächtigen Zauber zum ersten Vampir gemacht. Doch für die anderen Zauber in diesem Buch benötigte er eine wahrhaft mächtige Seele. Und so eine Seele besaß er nie. Er hätte sich selbst für einen dieser Sprüche opfern müssen, aber das war natürlich nicht in seinem Interesse. Aber ich besitze nun eine solche Seele. Ich habe die nötige Macht für diesen Zauber. Ich werde über tausende von Skeletten, Zombies und Vampiren herrschen. Ich werde übermächtig sein. Alter, Aska, wir sind die letzten Vampire. Das sollte eigentlich schicken. Das werde ich niemals zulassen und Elaine auch nicht. Walner hat recht. Hör auf, Aska. Yes, sie ist auf meiner Seite.
Du kannst nämlich auch versauen, dann ist nämlich die Elaine auf der Seite vom Aska. Und, da musst du gegen die beiden kämpfen. Das ist nicht so geil. Ich dachte immer, du liebst mich. Es ist aus mit uns, Aska. Dein Egoismus hat uns schon vor langer Zeit entzweit. Valna versteht mich viel besser als du. Ich bin sehr enttäuscht von dir, Elaine. Dann weißt du ja, wie ich mich fühle. Na schön, wenn dies deine Wahl ist, dann tut's mir leid für dich. Denn ich werde euch beide vernichten. Doch weil ich dich so sehr geliebt habe, gebe ich euch beiden Turteltauben eine letzte Chance, mich aufzuhalten. Verdiene dir, Elaine. Was, Valna? Ich werde dich töten! Oh, Valna, du kleiner. Du kleiner Nichtswiss. Alter Schwede. Ja. Stirb, du Bastard! Willkommen in eurem Albtraum. Was? Hey, was zum... Verdammt, was ist das hier? Das ist alles und gleichzeitig nichts. Dies ist eine durch mich geschaffene Illusion. Sie spiegelt meinen Hass gegenüber der Menschheit wider. Ich warte am Ende auf euch, falls ihr es schaffen solltet. Dies ist die einzige Chance, die ich euch gewähre. Zeigt, was für Vampirkräfte in euch stecken. Du verdammte Schwein, Aska, wir werden dich töten. Kommt und holt mich doch. Doch zuvor will ich deine wahre Gesinnung offenbaren. Du bist nämlich in Wahrheit ein viel zu ehrenhafter Vampir. Du bist eine Schande für die Vampirrasse, Valna. Ich werde dich töten für alles, was du mir angetan hast. Ich bin also doch ein ganz guter Vampir. Verdammt, was passiert mit mir? Ich habe es gewusst. Ein Vampir, der den Menschen hilft, statt sie auszubeuten. Es wird mir eine Freude sein, gegen dich zu kämpfen. Komm! Valna ohne Sonnenbrille. Geil. Du wirst wünschen, mich nie erschaffen zu haben. Aska, ich habe dich geliebt. Aber du bist endgültig dem Wahnsinn verfallen. Ich werde dich töten. Dann werde ich mit Valna zusammenbleiben. Aska, dein Wahnsinn zerstört dich bis zum Ende. Schade um dich. In dir steckte viel Potenzial. Doch jetzt also eine Zeit, einen Fehler zu bestrafen. Für dich war ich doch nur ein Spielzeug, dein Eigentum. Du interessierst dich doch nur für dich selber, du egoistisches Schwein. Du hast ja keine Ahnung, was für Macht du mit mir hättest. Wir hätten zusammen die Welt regieren können. Doch stattdessen stellst du dich auf die Seite von Valna, dem Menschenfreund. Besser ein Menschenfreund als ein wahnsinniger Egoist. Doch dieser Egoismus wird dein Ende sein. Versuch es doch, bevor ich es vergesse. Ich habe euch die Verwandlungszauber genommen. Ihr solltet natürlich zu Fuß durch euren Albtraum gehen. Das wird mich auch nicht aufhalten. Ohne mein Schloss sollt ihr auch nie wiederkommen. Gut. Das ist cool. Ja, würde sagen, da ist die Scheiße gut am Dampfen. So, habe ich noch irgendwas? Nö, eigentlich nicht. Warte mal, ich will mich hier jetzt auch nicht ewig und 3 Tage... rumärgern. Deswegen... So. Albtraumqualle erscheinen. Ja, super. Das wird ein Spaß. Wo bin ich hier? Wo bin ich hier? Das kann doch irgendwie nicht sein. Das stimmt doch wieder nicht. Laut Komplettlösung wäre es ein komplett anderer Weg.
mir das überlegen. Ich muss mal ganz kurz gucken, das kann auch eigentlich nicht sein. Ah! Es gibt unterschiedliche Ebenen. Was? Böse? Warum bin ich böse? Warum soll ich böse sein? Ein guter Walner mit Elaine? Das stimmt aber so nicht. Das kann eigentlich nicht sein, aber okay. Das könnte aber hinkommen. Weiß nicht, irgendwie. Ah, okay. Also, diese Ebene ist natürlich immer unterschiedlich. Das bedeutet, diese Ebene hat theoretisch vier Ebenen. Die sehen alle unterschiedlich aus. Als guter Walner, also es gibt halt vier Sachen. Du kannst ein guter Walner sein und die Elaine ist auf der Seite von Aska. Dann kannst du ein böser Walner sein, das sieht dann nochmal anders da aus. Dann kannst du ein guter Walner mit Elaine sein, so wie wir jetzt. Oder du kannst ein böser Walner mit Elaine sein, das sieht dann anders aus. Ah, ich verstehe. Okay. Machen wir aber beim nächsten Part, Leute. Macht's gut, Leute. Tschüssi.